Grün. Fahr. Okay, er ist fest. Die Straße, die ist halt genauso breit, meine Spur, wie der Häcksler breit ist. Da habe ich keine 5 cm Platz. Also da ist gleich einmal so eine Stufe, da musst du ein bisschen langsam rüberfahren und dann kann musst du einfach nicht so langsam sein. Alter. Sag deinem Jungen, er soll Gas geben. Okay. Ja, er darf nicht in der Fahrrinne. Nicht in der Fahrrinne. Nein. Er muss lenken. Du musst rechts rüber, oder? Nee, ja, nach links oder nach rechts. Auf jeden Fall soll er lenken. Er ist nicht geübt. Hallo, bist du also am Hof? Ja, das Kamerateam, das hat sich hier gerade bei meinen Kühen festgefahren. Kann hier jemand ein Seil herbringen? Also Trecker habe ich. Und dann wollen wir heute unser Glück versuchen, ob wir TÜV bekommen, ne? Aller Bärmann. Die stammt von Angst. Der hat 3 Zylinder mit 54 PS und schafft 26 km/h Spitze. Highspeed. Umblenden, genau, mal Blinker bitte. Andere Seite? Okay. Servolenkung. Ja, sehr gut. Ich würde jetzt die Bremsung machen. Ja. Sieht ganz gut aus. Wenn nicht, drücken wir da selber einen TÜV-Stempel drauf. Nein, aber nicht. So, jetzt hat er den Schnellgang. Das macht Spaß. Ja. Der ist ja recht zügig. Ich glaube, kann das angehen. Die wurden ja früher mal ausgeliefert und dann wurde der 8. Gang gesperrt. Ne? Weil das gab mal in Deutschland, glaube ich, so eine. Das kennst du, ne? Weiß ich nicht. Nee? Gibt's da einen 8. Gang? Ja, nee. Kannst du mir den nochmal zeigen, den 8. Gang? Den würde ich niemals verkaufen. Ich glaube, da können sie noch so viel Geld hinlegen. Da sage ich, ja, hast du einen am Vogel? Der wird nicht verkauft. Hier hängt das Herz dran. Ich habe den Trecker von meinem Vater bekommen. Und irgendwann soll mein Junge ihn von mir bekommen. Aber erst muss er noch ein bisschen wachsen. Der Fidi? Wenn nichts los ist, fahre ich auch immer relativ egoistisch mit dem Häcksler, sehr mittig. Gerade an so Straßen wie hier, wo die Bäume sehr dicht an die Straße kommen. Es ist halt einfach entspannter, mittig zu fahren, weil man dann keine Angst um jetzt zum Beispiel die Spitze vom Gebiss hat. Oh, weil er hat jetzt Angst. Das hat er gemerkt, ich bin gar nicht so breit, jetzt konnte er auch weiterfahren. Also das Überholen an sich ist gar kein Problem, aber wenn man sich so lange darauf konzentrieren muss, dass die so in so einem Schneckentempo, weil sie noch gucken wollen, was das für ein Ding ist, das ist ganz, ganz nervig. Und alle, die jetzt auch noch Rotenburg wollen, ärgern sich. Komm, Mutti, schnappel zu. Oh. Oh. Nee, ja, nee, genau da will ich ja hin. Wenn euch das gefallen hat und ihr weiter mit dabei sein wollt, dann schaltet einfach in die ARD-Mediathek oder verfolgt uns oder abonniert den Kanal.